Ist es trotzdem verstörend, dass die eine Frau die andere ableckt, der Typ so mit seinem Peace-Zeichen, die Frau da links auf dem Bild wird offensichtlich von dem Typen im Blauen gewürgt? Hallo? Und willkommen zu meinem neuen Video. Nach diesem kleinen Einstiegsfail ist es gar nicht so einfach, seine Kamera oben anzubringen. Wollte ich euch herzlich willkommen zu diesem Video hier heißen. Ich bin gerade ehrlich gesagt richtig froh, dass es so mega geil läuft mit den täglichen Videos. Ich kann nur sagen, vielen Dank für die vielen Kommentare, die man schreibt. Macht weiter so, auch unter so einem Video, was einfach heute so ein reines Unterhaltungsvideo ist. Wir schauen uns im Grunde nur ein paar Bilder an, die aber wirklich sehr lustig sind. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Auch darunter einfach mal kommentieren. Und zwar kleine Aufgabe für heute, was ihr heute kommentieren dürft. Ihr dürft heute mal die Anzahl eurer Geschwister in die Kommentare schreiben. Meine Theorie nach schreiben die meisten einzeln. Aber vielleicht gibt es ja auch mehr Nullen, Einzelkinder oder Leute mit mehr Geschwistern. Mich würde es mega interessieren, also auf jeden Fall irgendeinen Kommentar und dazu noch eure Zahl an Geschwistern. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß bei dem Video. Es geht um Bildern, bei denen man auf jeden Fall zweimal hinsehen muss, weil die tatsächlich ein bisschen skurril sind. Aber das werden wir jetzt selber sehen. Also, let's go. Das erste Bild ist das hier. Und was wir auf dem ersten Blick hin erkennen, ist ein Baby mit ganz schön kräftigen Oberschenkeln und großen Füßen. Und ehrlich gesagt, selbst wenn man noch zwei- oder dreimal hinguckt, kann ich gar nicht genau erkennen, was da abgeht. Irgendwo im Hintergrund muss auf jeden Fall ein Erwachsener sein. Die geht nach rechts. Sie liegt rechts, genau. Weil das Kissen davor ist und das Baby hat sich ganz geschickt platziert und es sieht so aus, als würde es sich selber an die Oberschenkel fassen und damit posen, wie kräftig und muskulös die eigenen Schenkelchen sind. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Ich frag mich, warum das Kind nach links guckt, obwohl rechts der Fernseher läuft. Spannende Sache, aber wir kommen zum nächsten Bild. Oh mein Gott. Ich habe die Bilder selber rausgesucht, da habe ich gerade schon wieder erschreckt. Also ich weiß, wenn ich das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich erst gedacht so, was zur Hölle ist das, ein schrumpeliger Oma-Hintern? Aber der wäre schon sehr rot und sehr schrumpelig, also es wäre schon sehr fies gewesen. Aber es ist zum Glück nur irgendeine Knolle oder eine Wurzel. Sieht so ein bisschen aus wie so eine krüppelige Möhre in einer anderen Farbe. Aber es ist bestimmt irgendwas so, was in diese Richtung geht oder halt wirklich eher was Wurzelartiges. Aber es ist schon spannend, wie die Natur manchmal so wächst. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Netflix-Film, den ich letztens gesehen habe. Ich habe vergessen, wie der hieß. Da ging es um so eine, keine Ahnung. Falls jemand weiß, was ich meine, ihr könnt es direkt in den Kommentaren schreiben. Das nächste Bild ist das hier, Leute. Und da muss man wirklich mal sagen, das ist auf jeden Fall auch... Moment mal, warte mal. 2000 Jahre später. Ach so, ich hab's jetzt gerade doppelt falsch gedacht. Ich dachte erst, es sieht so aus, als würde der Typ das Mädchen tragen. Aber es ist ja auch so. Nur sieht es trotzdem komisch aus. Aber obwohl es, also im ersten Moment denkt man natürlich, das Mädchen trägt den Typen. Weil selbst wenn der Typ jetzt das Mädchen mit einer Hand trägt, sieht es irgendwie komisch aus, oder? Findet ihr es auch komisch? Ich glaube, irgendwie finde ich komisch. Das nächste Bild, meine Freunde. Es sieht, oh, ja, ich muss gar nicht kommentieren, wie es aussieht, oder? Habt ihr es direkt erkannt? Also ich muss sagen, wenn man das andersrum, nee, eigentlich, ich finde es, es sieht schon aus, wie jemand, der sich die Nase putzt. Also wie ein Popo, beziehungsweise, also... Ja, kann man sich auf jeden Fall drüber streiten, Leute. Aber ja, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Bild. Und das ist... What the... Was macht der Typ? Es sieht wirklich so aus, als hätte der Typ so einen überlangen Arm und würde der Frau gerade so an den Hintern grapschen wollen. Aber ich glaube, es ist auch wirklich einfach nur, der Typ macht irgendwas vorne und die Frau greift sich gerade hinten. Wahrscheinlich will sie ihr Portemonnaie rein oder rausholen. Aber es sieht wirklich eins zu eins. Also ich frage mich immer, ob solche Bilder absichtlich gemacht werden. Quasi gesagt wird, hey, ihr müsst euch mal so hinstellen, das sah gerade mega lustig aus. Oder ob irgendwer dachte, Mensch, ich fotografiere jetzt mal den Frauenpopo. Und dann am Ende, als er das Bild gesehen hat, dachte er sich so, what the... Oder also mich würde mega die Entstehungsgeschichte von solchen Bildern interessieren. Das nächste Bild ist auch ziemlich verstörend. Es sieht wirklich so aus, als würde sich die Frau umdrehen und gerade irgendwie so richtig so... Warum gucken sie mich an? So richtig der Blick, wisst ihr? Aber es ist natürlich... Es geht eigentlich um die Asiatin im Hintergrund. Die ist nämlich das, was wirklich verstörend ist. Nein, Spaß. Also das ist wirklich schon sehr spannend. Aber es ist natürlich nur ein Prospekt. Hello there. Wir machen weiter mit dem nächsten Bild. Oh mein Gott. Dieser Junge hat eine verdammt kräftige linke Hand. Ich will nicht wissen, was er damit immer macht in seinem Alter. Er ist ja 6, 5 Jahre oder so. Aber es ist natürlich nur die Hand von seinem Vater, die sich wirklich sehr geschickt, also wirklich, das muss auch wirklich, ich glaube, die Mutter wollte so ein richtig schönes Familienbild machen. So, das wurde auch so eingerahmt. Und dann irgendwann guckt sich das Bild an. Man denkt sich so, Alter, was ist da los? Ich glaube, so muss es immer passen. Also stelle ich mir sehr lustig vor. Boah, was ist das denn schon wieder? Also manche Bilder sind hier ganz schön zweideutig, wirklich. Darum geht es ja auch in diesem Video. Also ich glaube, es ist eine Weinflasche und eigentlich soll eine Hand so andere Finger umgreifen. Soll ein Finger sein. Aber es sieht, es könnte auch was anderes sein. Auf jeden Fall. Wobei ich auch nicht genau weiß, was es sein könnte, wenn man sich vorstellt, es wäre was anderes. Weil es trotzdem irgendwie komisch aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Auch hier würde ich gerne zum nächsten Bild kommen. Oh mein, what? Ach so. Alter, man muss, das sind wirklich Bilder, wo man wirklich genau zweimal gucken muss. Wenn man das mal nur so zeigen würde, dann würde man, glaube ich, nicht checken, was da abgeht. Aber es sieht echt verstörend aus. Also das kann auch nicht extra gewesen. Ist es trotzdem verstörend? Auch wenn das nur der Oberschenkel von der rechten Frau ist, ist es trotzdem verstörend, dass die eine Frau die andere ableckt, der Typ so mit seinem Peace-Zeichen, die Frau da links auf dem Bild wird offensichtlich von dem Typen im Blauen gewürgt. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber ich glaube, wir sollten lieber zum nächsten Bild kommen. Sonst ist das Video bald ab 18, das wollen wir ja nicht. Das nächste...
In diesem Bild ist offensichtlich gerade ein Hund unterwegs mit Armen und einem interessanten rosanen Shirt. Ja, der ist gerade einfach in der Bahn. Muss der jetzt eigentlich Hundetarif kaufen oder Menschentarif? Ja, aber das ist auch spannend. Also wenn man da mal ranzoomt, weiß ich nicht, wie die es gemacht hat. Also der Hund muss gerade den Hals richtig hochstrecken und das Mädchen muss sich so nach hinten gelegt haben. Oder der Junge, je nachdem wer das ist. Aber auch wirklich tatsächlich perfektes Timing für dieses ziemlich skurrile Bild. Es gibt für mich auf jeden Fall an der Stelle für dieses Bild Kanal der Woche. Ja, und wir machen weiter. Okay. Auch hier muss man genauer hingucken. Es handelt sich hier nicht um die Popacken von diesem Mädchen, was da im Hintergrund steht. Das steht da ganz normal. Was macht das eigentlich? Ich weiß gar nicht, springt auf dem Bett rum oder so. Sondern es geht darum, dass es eigentlich nur die Achsel, beziehungsweise wie nennt sich das, das ist so dieser Knick hier quasi ist. Also auch hier weitaus weniger verstörend, als man im ersten Moment denken mag. Und das nächste Bild. Ach, das ist ganz schön seltsam. Jetzt muss ich mich wirklich mal konzentrieren, was die da, wie das genau... Ah, okay. Also das linke Mädchen von uns aus gesehen ist auf der Schulter vom rechten Mädchen mit dem weißen, was sich runterbückt. Und es sieht auch hier so aus, als wären die Körper ganz komisch vertauscht. Als hätte das Mädchen im weißen so ganz seltsame... Ich weiß auch nicht genau. Es sieht auf jeden Fall ziemlich skurril aus. Also, ja, ich weiß nicht, was man davon halten soll. Hello there. Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ding ganz flott. War mehr so ein Lückenfüller heute. Muss auch mal sein. Morgen wird's wieder richtig interessant ab 16 Uhr. Denkt dran, in den Kommentaren zu schreiben, wie viele Geschwister habt ihr. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. What?